lieben Zuschauern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, ich hab's gerade erst gemerkt, mein Audio war bis gerade aus. Entschuldigung dafür, ich hatte ein paar Infos rausgehauen, aber ich hab nicht gemerkt, dass mein Audio von meinem Headset noch aus war. Ich wiederhole die Sachen gerne mal eben, aber so im Schnellvorgang. Also da unten links in der Ecke, wo ich gerade mit der Karte hinzeigen wollte, da war ein Relikt. Ich hatte nicht erwartet, dass ich direkt so diesen Riesenfisch rausgezogen habe. Habe ich mich mega gefreut. Und ich hatte noch die Info rausgehauen, hier der Sven von Akadari, der wird bei dem Projekt höchstwahrscheinlich nicht mitmachen, weil der auf die PC-Version wartet. Ihm sind die FPS von dem Teil auf der Switch zu niedrig. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, nicht im geringsten. Also das Spiel hat generell so eine FPS, wie sie bei mir gerade ist, deswegen keinerlei Verständnis für diese Aussage. Ein Glück, da ich einen Energietrank habe. Und der Sunny, der wird höchstwahrscheinlich bei den Online-Missionen mitmachen. Ich werde wahrscheinlich auch nur streamen, wenn der Sunny mit dabei ist, dann bei den Online-Missionen. Weil wenn schon, dann gemeinsam. Das sind die Informationen, die ich jetzt dazu raushaue. Es tut mir leid, dass ich bis gerade eben nicht gemerkt habe, dass mein Audio off war. Das tut mir mega leid. Ich werde jetzt auch nicht erklären, warum das so ist, dass ich das manchmal aushabe. Ach ja, und ich hatte noch eine Info hier. Ich habe jetzt ab sofort einen Alert bei dem Twitch-Stream, wenn einer einen Follow da lässt. Also, wenn ihr mittendrin jetzt einen Follow da lässt oder irgendwas in der Art, ich kriege das mit. Mich persönlich stört sowas extremes, aber ich weiß, dass die Zuschauerschaft sowas gerne sieht, wenn sie ihren eigenen Namen da sehen können. Ich persönlich finde es einfach nur nervig. Der Party ist offenbar schon tot. Ich hätte eigentlich auch eine mega gute Ansprache, aber die habt ihr jetzt auch nicht gehört. Ich habe jetzt auch nicht vor, mich hier an alles zu erinnern, was ich in der kurzen Zeit gesagt habe. Freuen wir uns einfach, dass ich jetzt hier das Audio anhabe. Der Kula Jaku ist unser jetziges Ziel. Und ich bin wirklich gespannt. Jedes Monster Hunter hatte immer ein neues Gigantomonster. Falls das jedem aufgefallen ist.
Bei jedem Monster Hunter gibt es immer ein neues gigantisches Vieh. Ich bin gespannt, wie das für Rise aussieht. Ich finde es übrigens schön, dass jede Zwischensequenz ihr eigenes Lied hat. Euch hasse ich. Das ist der coole Jakku. Ah, das ist ein Eierfresser. Ja, das mache ich auch immer mit denen. Weil das sind echte Rotzviecher. Ah, der ist wendig. Das konnte ich jetzt rauserkennen, dass der wendig ist. Oh, hier gibt es zwei Viecher. Das andere ist wahrscheinlich der Barov. Ich gehe mal auch davon aus, dass ich hier meinen Machalit-Erz finde. Die Viecher hat man immer innerhalb von Rekordzeit kaputt. Ich weiß nicht, welches von den beiden der cooler Jakku ist. Das werden wir noch gemeinsam rausfinden müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da oben drauf klettern kann. Wie gesagt, ich kann es mir vorstellen. Und ich kann es auch. Ich wusste es. Manches von denen ist so offensichtlich. Hier oben ist bestimmt auch noch irgendwas. Ich bin gerade auf der Base. Warum kann ich eigentlich überall lang rutschen? Ist der Berg so rutschig? Hier war ein Relikt. Ich frage mich, wo die Marionettspinne hier ist. Die muss ich auch noch suchen. In der Richtung ist gerade ein Monster. Welches hockt da? Oh, das ist sogar der cooler Jakku. Ich würde die aber trotzdem gerne auch einmal erkunden. Zack. Ich gehe mal davon aus, dass du gegen Feuer gut bist. Also, dass du keine Feuerschwäche hast. Wo kommst du denn jetzt her? Na gut, dann kämpfen wir halt gegen den Barov auch noch. Kein Problem, ich habe den coolen Jakku kaum gesehen. Haui! Redner Rächer, bevor ich überhaupt irgendwas vom cooler Jakku wirklich sehen konnte. Jetzt kämpfen die noch miteinander. Ich könnte den Barov jetzt einfach nebenbei jagen. Könnte ich halt wirklich machen. Ich gehe davon aus, dass die Marionettspinne übelst gemein versteckt ist in dem Level. Auf den kann ich eh nicht mehr drauf. Was ist das da für ein Ding? Hallo? Was bist du? Ist das auch ein Eierdieb oder was ist das? Ich hab's umgebracht. Nee, ich hab'n Remopra umgebracht. Hallo? Stehen bleiben! Ich will wissen, was du bist. Bist du tot? Es ist tot. Ein Rachnoid ist das. Ich habe auch schon gesehen, man braucht so eine Rachnoid-Seite bei so manchen Rüstungen. Okay, jetzt sollte ich mich aber echt mal aufs Kämpfen konzentrieren. Und danach stehe ich einmal auf und drehe den Fernseher ein bisschen, weil der steht bei mir echt kacke gerade.
Ach, da unten leuchtet auch noch mal was auf. Hätte ich noch was sammeln können. Das ist eine kleine Anhöhe, die nicht hochklettern zu können aus dem Stand heraus. Das hätte ich sogar geschafft und ich habe einen kaputten Rücken momentan. Das Feature finde ich übrigens cool, dass man sich einfach irgendwo hinhängen kann. Wenn ist der kleine Monster aktualisiert, habe ich wieder irgendwas gefunden? Die habe ich jetzt gerade nicht getroffen. Hat das Vieh so eine beschissene Hitbox? Ich krieg dich doch sowieso. Warum hast du so eine behinderte Hitbox? Ich finde dich ja cool. Okay, jetzt siehst du kacke aus. Ich finde das übrigens auch gut. Die meisten von den Gegnern sind tot, bevor ich das überhaupt auf Rot gebracht habe, damit ich endlich mal die Mega-Blockade gegen die einsetzen kann, weil je höher das ist, desto mehr Schaden macht dieser Konterangriff. Und mein Hund hat endlich mal die Heilung eingesetzt. Nein, Leute, es gibt keinen Delay. Ich reagiere einfach nur spät. Ich bin müde. Ich habe letzte Nacht sehr schlecht geschlafen. Hallo, ich sehe einen Förderplatz. Ich brauche Machalit jetzt natürlich. Nehme ich es mit. Kann man die eigentlich den Schweif abtrennen? So eine Frage, die ich mir nebenbei stelle. Ey, hier, ich schlaf mal eine Runde. Dann kann ich wetzen. Danke. Da sind auch noch kleine Yagis. Die sterben immer so schnell. Kann ich mir gönnen. Bevor der Vieh anständig aufgewacht ist, habe ich es schon verprügelt. Und es liegt direkt nochmal. Oh, da ist ein Freund. Hallo. Wir kennen uns, glaube ich, schon. Ich will kontern und genau in dem Moment. Dann eben nicht. Ach, das Vieh ist fast tot. Das ist das, was ich meine. Die Viecher sind schneller tot, als ich meinen Konter machen kann. Also anständig machen kann. Die haben dasselbe gebracht wie bei World, dass sie die Viecher einfach auf Anfänger geschaltet haben. Ich will eine Herausforderung haben und nicht einfach von jedem Vieh was einschlafen. Weil ich sie innerhalb von 10 Minuten tot habe. Sollte man mit Anfangswaffen nicht können. Ja, ich kann wieder wetzen. Das Vieh ist eh fast tot. Den Baum kann man bestimmt schrotten, so wie der aussieht. Oh, in der Höhle. Da gibt es bestimmt viel Erz zum Mitnehmen. Also, das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde das Spiel trotzdem gut. Ich finde nur, die haben die Monster zu leicht gemacht. Also dieser Tetranodon beispielsweise, der wirkte mega stark. Ich habe beim letzten Mal nur so lange gebraucht, weil ich nebenbei noch so viel erkundet habe. Weil als ich ihn beim zweiten Mal gemacht habe, hatte ich ihn innerhalb von 10 Minuten wieder tot. Ich will die Viecher pieksen. Beglückt mache ich auch noch das Arachnoid tot. Von dem Arachnoid brauche ich ja die Seide. Genau, töte das kleine Viech da mal. Ich würde ja mithelfen, aber ich will hier die Loot-Sachen noch mitbekommen. Ein Glück, dass die da auch erwischt wurden. Ich hasse die Dinger. Die sind nicht stark, die sind mega nervig. Oh, die haben den Arachnoid echt noch platt gemacht.
So, ist hier unten noch was zum Mitnehmen? Nee, das sind keine Renault-Plosse. Was seid ihr? Ich lege euer Eimer ab. Ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden können, weil die Zeit dafür zu kurz ist. Brauche ich gar nicht versuchen. Ich versuche eher noch irgendwo ein Material hier schnell zu finden. Ja, hat sich erledigt. Ja, das war's mit der heutigen Folge zum Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!